Hier ist die Frage, darf man sein ganzes Vermögen wegspenden? Ja, was hat der Prophet sallallahu gesagt? Er sagte, es ist besser für dich, wenn du einen Teil davon behältst. Aber er hat einigen, wie Abu Bakr, nicht verboten, sein ganzes Vermögen zu verspenden, wenn man das so sagen kann. Abu Bakr hat sein ganzes Vermögen ausgegeben. Die Ahlul-Ilm sagen, das ist aber nur für den, der von sich selbst weiß, dass er das geduldsam auch ertragen kann. Nummer eins. Er kann das geduldsam ertragen, also er hat diese Geduld, die Folgen davon auch zu verkraften. Es macht nämlich keinen Sinn, sein ganzes Vermögen zu spenden und dann selbst zum Bettler zu werden. Oder? Und zweitens war Abu Bakr ein Händler, das heißt, er hat neues Einkommen. Wenn Geld geht, kommt wieder neues nach. Das heißt, jemand, der diese zwei Bedingungen erfüllt, der eine bestehende Einnahmequelle hat und der das geduldsam ertragen kann, sein ganzes Hab und Gut zu spenden, der darf das tun. Da die meisten Menschen das aber nicht können und das nicht vertragen und meistens ihre Handlung dann bedauern und jammern und weinen, sollten sie das lieber gleich in Ruhe lassen. Und wenn das noch dazu führt, dass man seine Angehörigen, für die man unterhaltungspflichtig ist, dass man sie verarmen lässt, in Not und Bedrängnis bringt, dann ist das natürlich auch nicht legitim. Denn die Pflichtunterhaltungen, die Pflichtausgaben haben Vorrang gegenüber den freiwilligen Sadaqat. Die Pflicht hat immer Vorrang gegenüber freiwilligen Handlungen. Und das gehört auch zu der Regel, die wir mal genannt haben. Erinnert ihr euch an die Regel? Die Abweisung von Schäden hat Vorrang gegenüber dem Herbeiführen von Nutzen. Was ist der Schaden hier? Die Nichteinhaltung einer Pflicht ist ein Schaden. Eine freiwillige Handlung zu praktizieren ist ein Nutzen. Es macht keinen Sinn, dass ich Nutzen verwirkliche und dabei aber größere Schäden in Kauf nehme. Das ist auch wie jemand, der die ganze Nacht wach ist, um das Qiyam al-Layl zu beten, dann aber immer das Salat al-Fajr verschläft. Oder wie jemand, der Menschen bestiehlt, sie betrügt, um den Weisen davon etwas zu spenden. Nein.